Hallo zusammen, ich habe hier einen Auszugskühlschrank TB30 von Indel. Also ich habe hier einen Auszug, den kann ich so runterziehen. Ich habe hier einen Ein- und Ausschaltknopf. Lange drücken kann ich ihn einschalten. Zeigt die aktuelle Temperatur an. Und hier kann ich dann die Temperatur hoch und runter stellen. Hier runter auf 4 Grad. Das ist ganz normale Kühlschranktemperatur. Dieser Kühlschrank hat hier eine Abdeckung. Normalerweise angeschraubt. Und hier sitzt das Kühlaggregat. Dieses Kühlaggregat könnte auch hier oben montiert werden. Durch das habe ich, die Löcher sind bereits vorbereitet. Die Leitung ist genügend lang, dass ich das auch hier oben montieren kann. Dann habe ich hier einen Kompressor drin, ein 1,4 Mikro von Zekop. Der hat 1,4 Kubik Hubraum. Der Kompressor, der sieht so aus, der ist hier aufgeschnitten. Hier ist die Steuerelektronik direkt am Kompressor. Und hier, so sieht der aus. Und hier drin, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, hier hinten ist der Kolben und der dreht dann hier so rundherum. Also der Exzenter, es ist wirklich 1,4 Kubikzentimeter Kubraum. Laufen tut das Ding mit 12 oder 24 Volt, also von 10,5 bis 17 Volt und von 22 Volt bis auf 32 Volt. Ursprünglich wurde das Gerät konzipiert bei LKWs unters Bett, dass hier Lebensmittel eingelagert werden können. Ja, sonst von der Technik nichts Spezielles. Wir haben hier eine Abmessung von dem Gerät von 44 Breite, von 25 Höhe und eine Länge. Das reine Gerät ist 57, mit der Abdeckung ist es 70. Nämlich könnt das Aggregat hier wegnehmen oder auch auf die Seite setzen, so dass ich, wenn ich zu wenig Tiefe habe, das Gerät trotzdem platzieren kann. Ja, das ist die TB30. Ich verlinke euch ein anderes Video über diese Box. Unten drin verlinke ich euch einen näheren Beschrieb dazu. Und hier verlinke ich euch auch über so einen Auszugskühlschrank ein Video, und ich wünsche euch einen schönen Tag.